Willkommen, liebe Zuschauer, hereinmarschiert auf unseren Jahrmarkt ColecoVision mit Carnival. Und ich stelle es mal wieder einen Moment, bevor ich was Falsches drücke. Skill 1, One Player, oder? Ihr werdet schnell sehen, ja, wie auf Karneval, auf dem Jahrmarkt, wie vor der Bude. Wir schießen hier auf Eulen und Hasen und in der Hoffnung, dass wir ein Stofftier gewinnen. Nein, ich habe ganz ehrlich gesagt keine Ahnung, worum es hier genau geht. Ich glaube, unten der Balken, da läuft die Zeit ab. Und wir müssen in der Zeit vorher, also bevor die abgelaufen ist, natürlich, logischerweise, müssen wir alles abgeschossen haben. Und teilweise kriegen wir auch wieder Zeit dazu, wenn man diese Nummern hier abschießt. Genau, da kriegt man auch wieder Zeit dazu. Das ist doch ganz praktisch. Naja, dann ist das Spiel ja doch nicht so kompliziert, wie ich erst gedacht habe. Wollte da schon ein wissenschaftliches Institut beauftragen, mir dieses Spiel zu erklären. Da kommt hier extra Zeit. Hoppala. Und nochmal. Okay. Haben wir jetzt gewonnen? Warum denn minus 700? Bist du Banane? Geht's noch? Und du bist die Extra-Ente oder wie? Zack. Hallo. Was gibt's jetzt zu tun? Oh, was soll denn das jetzt? War das gut? War das schlecht? Vielleicht muss ich dieses wissenschaftliche Institut doch beauftragen. Hä? Okay. Ich verstehe. Wir müssen erst alle Tiere umschießen. Wahrscheinlich ist das Gewehr auch manipuliert. Wir müssen dann die Pipes oben erschießen. Das scheint mir ein Minispiel zu sein. Dann lassen wir den noch ein bisschen mehr in die Nähe kommen. Mitte. Oh, hallo. Da wird er aber schnell auf einmal. Okay, müssen erst alle Tiere abschießen, dann oben diese komischen. Ja, da wo Pipes steht. Und dann kriegen wir unser Stofftier. Wie wir gerade gesehen haben, einen echten Bären, den wir noch selbst erlegen müssen. Der aber leider ziemlich schnell laufen kann. Ja, netter Shooter. Auf jeden Fall doch recht abwechslungsreich. Wir haben am Anfang erst gedacht, na. Ist gar nicht so abwechslungsreich. Ich kann aber ein bisschen Zeit gebrauchen. Gibt für die Zahlen. Was machen denn die Buchstaben? Oh. Nein! Ja, super. Vorhin im ersten Playthrough oder in der Probeaufnahme. Da wurde ich sogar noch angegriffen. Von Enten, die auf mich zugeflogen kamen. Ich glaube, man darf die nicht so nah rankommen lassen. Zumindest nicht diese gelben Enten. Das ist eine schlechte Idee. So, und jetzt einfach hier oben die Pipes abschießen, bevor die Enten wieder zu nahe kommen. Extra Zeit holen, okay. Mann! Ich habe Moorhuhn gespielt. Da sind doch Enten für mich keine Herausforderung. So, darf ich jetzt wieder auf Bärenjagd gehen? Eigentlich gar kein so schlechter Shooter. Macht Spaß, wenn man erstmal weiß, was zu tun ist. Muss man die Bären ein bisschen mehr in die Nähe kommen lassen. Okay, der eine ist weg. Egal. Nein! Ha, Mist. Oh, schwieriges Bonusspiel. Es wird langsam schneller, habe ich das Gefühl. Erstmal um die Enten kümmern. Ich weiß nicht, ob die anderen Tiere mich auch angreifen. Wenn die mir zu nahe kommen. So einen wild gewordenen Hasen oder so eine Langweiler-Eule will ich nicht riskieren, dass die mich angreifen. Extra Zeit, sehr schön. Wenn man jetzt noch den Schuss lenken könnte, das wäre ziemlich cool. Aber vielleicht auch ein bisschen zu einfach dann. Da. Wild gewordene Ente, ich sag's euch. Mal kurz die Zeit holen und dann, genau. Ich nenne sie jetzt einfach mal Golfschläger. Dass wir die Golfschläger hier abschießen müssen. So, bitteschön.
Aber solange immer fairerweise noch ein bisschen Zeit oben in den Bildschirm reinkommt, ist das eigentlich machbar. Sehr schön. Doch, macht Bock, das Spiel. Gar nicht so übel. Dazu die lustige Jahrmarktmusik. Nein, nein, bleib hier. Verlass mich nicht. Na gut, dann bleib du da oben. Nein. Oh, knapp. Aber geilomat. Nennt mich den Jahrmarktkönig. Kann natürlich auch direkt versuchen, da oben die ganzen Golfschläge abzuschießen. Achtung, Ente. Ich glaube, die Eulen sind da gar nicht so gefährlich. Aber die Enten, die haben es drauf. Und bei den Hasen bin ich mir auch nicht so sicher, dass die friedlich bleiben. Nö, trifft er die Zeit? Ich werd bekloppt. Trifft doch den Golfschläger. Ein Golfschläger noch. Haha. Es kommen immer noch neue Sachen nach. Das ist... Oh, jojojo, das wird dann auf einmal richtig anstrengend. Müsst ihr mal unbedingt selbst ausprobieren. Das ist gar nicht so einfach. Na komm, Enti, Enti, Quack, Quack. Wenn ich das richtig sehe, habe ich noch 3 Leben. Ich würde mich ja eher immer auf einen dieser Bären konzentrieren. Na, die anderen sind jetzt eh wieder weg. Aber ich glaube, dass das mehr Sinn macht. Schießen und dann direkt weg. Ja. Kaum sage ich's, schon ist der Bär weg. Hier ist der Bär los. Also Ziel ist es, wie gesagt, auf diese Golfschläger da oben zu schießen. Die so schnell wie möglich zu eliminieren. Das sind vielleicht, weiß ich nicht, terroristische Golfschläger. Wenn man so schießgenau ist wie ich, dann ist das auch gar kein Problem. Oh, ich brauche Zeit. Immer dieser Druck. Ich mag diese Jahrmarktsmusik, die ist total nice. Ja, ich brauche Zeit, ich weiß, aber hier kommt keine Zeit mehr. Wir haben doch keine Zeit. Zeit, Zeit, Zeit bitte, komm. Ach, komm schon. Wieso Game Over? Hab doch noch Leben. Mann, ey. 27.000 Punkte, gar nicht so schlecht. Dafür, dass ich am Anfang nie wusste, was zu tun ist. Nettes Spiel, wie sich auf einmal herausstellt. Ich mag's, Carnival. Und ich gehe jetzt auf den Jahrmarkt. Selbst schießen. Und hol mir einen Bären. Stofftier oder sowas. Bedanke mich fürs Zusehen. Beim nächsten Mal geht's dann auf dem ColecoVision weiter. Bis dann. Bye, bye.